Thema Verletzungen gibt es ja leider in der Sportart auch häufiger mal. Wie hat sie es schon getroffen? Also ich hatte schon viele unangenehme Sachen, also Knie kaputt, Schulter, viele OPs, aber ich hatte Gott sei Dank noch nichts, was mir länger bleibt. Also konnte man alles richten, man fällt aus. Es ist immer schade, wenn man irgendwelche Rennen nicht starten kann, aber es ist alles wieder reparierbar gewesen bisher. Mit was für einer Strategie oder Taktik geht man in so ein Rennen? Legt man sich das vorher bereit? Muss man mal gucken, wer mit einem startet? Woran muss man da denken? Auf jeden Fall, ja. Also es gibt, wie gesagt, Kandidaten, die machen alles nur auf Hauruck. Ich denke mir sehr viel zu den ganzen Strecken, weiß genau, wie rum meine Gegner auf dem Brett stehen, kenne die ja auch schon über Jahre, weiß genau, was sie so für Eigenheiten haben. Also ich bin da schon fast ein bisschen zu reflektiert, denke ich. Was denkt man am Start? Am Start grinst man einfach nur noch und freut sich, dass es gleich losgeht und du darfst dann nichts anderes im Kopf haben, außer dass du jetzt da Vollgas runter willst. Welche Gedanken hat man im Rennen? Was geht in einem vor? Also man muss natürlich sehr viel nachdenken. Wenn die Gegner vor einem sind, ist es relativ einfach. Ansonsten muss man wirklich mit Schatten und Geräuschen und so weiter arbeiten, dass man sich von hinten nicht überholen lässt. Der Gegner im Hintergrund ist immer im Vorteil, weil er den Windschatten hat. Du musst in den Kurven zumachen. Also du musst schon sehr viel nachdenken. Nur dich auf dich selber konzentrieren funktioniert nicht. Und dann im Ziel? Was geht einem da durch den Kopf? Am liebsten, dass man auch die ganze Fahrt lang keinen gesehen hat. Nur gehört.